wie der Konkurrenz sich nicht schlagen könnte. Oder eigentlich normal nicht schlagen kann. Irgendwann habe ich Geld für den richtigen Wagen. Auf dieser Strecke habe ich jetzt wirklich keine Chance. Zu wenig Wind, zu lange Geraden vor allem. Noch viel zu lange geraden. Und ich bin so langsam auf der Geraden. Sehr langsam. Aber ja, wir schauen jetzt einfach mal, was wir uns sonst noch so leisten können. Und dann, ja, schauen wir mal. Wie viel haben wir nochmal? 27.000. Not for sale. Ich kann nur sagen, der Europa wäre was. Mit dem Europa könnte man wirklich sehr viel schaffen, glaub mir. Der hat ein astreines Handling. Mit dem könnte man schon wirklich sehr viel gut machen. Aber ich brauche noch ein bisschen Kohle. Zwei Rennen muss ich da schon noch irgendwie schaffen. Dann schauen wir mal, was wir hier so machen können. Wir könnten natürlich nochmal hier dieses Rennen versuchen. Oder ich könnte den Jaguar mal anschauen, was der so drauf hat. Aber ich glaube eigentlich nicht so viel. Camaro Z28, ja, den schlage ich doch nie.
in Europa, naja, wird auch schwierig. Ja, ein Z28 kriege ich nicht. Er ist viel zu schnell. Okay, schauen wir mal den Jaguar an. Glaubt zwar nicht, dass der viel mehr leisten kann, aber man kann es ja mal versuchen, ne? Oder mal anschauen. Ah, ich bin auf die falsche Taste gekommen. Also, wo haben wir ihn? 216 PS. Na, für einen Dragstrip ist das vielleicht gut. Versuchen wir es mal. Ich meine, mehr als schief laufen kann es ja so oder so nicht. Also, gegen ein S3, okay. Ah, ich hab trotzdem keine Chance. Ich kann machen, was ich will. Es regt ein bisschen auf. Trotzdem, ich bin immer 8 Zehntel langsamer. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mit dem Auto teilnehmen, wo ich will, aber es reicht einfach schlicht und einfach nicht. Nie. Versuchen wir mal das Circuit Battle. Vielleicht ist er auch im Handling einigermaßen brauchbar. Mal schauen. Er fährt mal wie ein Riesenarsch. Kann gar nicht glauben, wie oft er mich jetzt abgeschossen hat. Einmal, zweimal. Boah, das Auto ist überhaupt nicht für Handling ausgelegt. Hätte ich zwar schon vorher ahnen können, aber egal. Boah.
Das Auto ist für nichts zu gebrauchen. Absolut gar nichts. Dann nehme ich wieder den 131 Abarth. So. Der Wagen ist deutlich besser. Auch nicht so gut wie die anderen, aber auf jeden Fall deutlich besser. Mal schauen, was ich hier so machen kann. Mit dem Wagen. Bin ich ja mal gespannt. MR2. Oh, machbar. Vor allem auf der Strecke. Dachte ich zumindest. So kann ich auch. Ach so. So, für einen Sieg hat es zumindest gereicht. Okay, ich kann es ja mal versuchen. Ich hoffe, es bleibt die gleiche Strecke. Bleibt's. Das ist vom Vorteil. Das Auto ist ein sehr guter Start, das heißt, ich kann zumindest die Gegner ein bisschen hinter mir halten. So, Duell Nummer 2. Jetzt kommt Duell Nummer 3. Integra. Ah, du schaltest zu viel, mein Freund. Ah. Das hört sich nicht gut.
So, weiterer Sieg. Und der nächste. Was ist das denn? Hoffentlich schlage ich den auch. Jebel! Ah, dieser blöde Jan. Stößt mich direkt in die Mauer. Bleibt schön hinten. Boah, gewonnen. Boah. 7.421. Okay. Nehme ich gerne mit. Wahrscheinlich nicht so viel sein werden. Ja, es geht natürlich noch mehr Damage. Aber schön, immerhin habe ich das gewonnen. So, was noch? Versuche ich doch nochmal das. Vielleicht habe ich ja diesmal annehmbare Gegner. Nein, schon wieder ein Camaro. Vielleicht muss ich jetzt einfach den schlagen, damit ich einen Spezialpreis bekomme. Das kann ich natürlich nicht sagen. Versuche ich nochmal das hier. Vielleicht habe ich ja eine Chance. Was nimmt überhaupt teil? 240Z. Ah, es wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Das wird nicht nur sehr schwierig, das wird ziemlich unmöglich. Ja, passt nicht.